So, dann haben wir ja nochmal gespeichert und natürlich gucken wir jetzt nochmal, was es mit den Seelenfresser auf sich hat. Wie gesagt, ich finde das Spiel immer noch mega geil. Es ärgert mich ein bisschen, wie gesagt, schon erwähnt habe, oben diese schwarzen Balken, die Kinomodus, aber was will man machen? So, wir müssen erstmal gucken. Da hinten ist schon mal eine Tür, das ist schon mal ganz gut. Aber die Kiste können wir leider nicht weiterschieben. Dann pushen wir einfach mal die Tür. Westflügel. Wir sollen ja Fotos machen. Lastenaufzug direkt voraus, James. Nee, ich sehe das schon. Hier ist aber auch noch was. Gucken wir erstmal hier. Labor. Tate, sieh mal die Spuren. Er muss hier irgendwo sein. Und er hat bestimmt Hunger. Du weißt, diese Viecher lieben Schweineländchen. Wollen wir die Dinger schieben? Hey, und ich dachte, du hättest nur ein hübsches Gesicht. Ich glaube, wir müssen da hinten weiter. Ja, wenn du mal zur Seite gehen würdest, dann dicker. Oh, ich hasse ihn. Specksparte, Junge. Das liebe ich immer in alten Spielen. Ne? Der NPC steht im Weg und nichts geht. Das ist der Kühlraum. Hier lagern sie ihre ekligen Nutri-Pillen. Ades Raimanis. Okay, hab ich mal abgelegt. Viel Glück mit dem Rest. Ein bisschen hingekriegt. Nimm mal hier die Rattus, Scheuchus. Nicht diese tote Kuh. Nicht fotografieren. Nee. So, was passiert jetzt hier? Was ist denn hier überhaupt? Ich will mal hier die Dinger. Bringt nix. Oh, eine Perle. Die nehmen wir doch natürlich. So, würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Ist ja weiter nichts, außer Ratten, die wir jetzt trampeln. Ich auch nicht nett, aber ich will mal machen. So. Ja. Das Spiel ist, wie gesagt, immer noch total nice. Dann gehen wir mal zum Serviceaufzug, der war ja da. Und gucken mal, was der so macht und was da passiert. Sie kommen von überall her! Wo kommen die denn her? Nee, kein Foto. Alles okay? Nein, nichts zu danken.
Dein strahlendes Lächeln ist mir genug. Ja, ich gebe dir gleich strahlendes Lächeln. Ja, wir haben jetzt schon auf die Fräse gekriegt, wie man so schön sagt. Aber wir haben ja unser Essen dabei. Na gut. So, das ist irgendwie sinnfrei, der Fahrstuhl, dass einer Knopf drücken muss. Aber egal, das ist nur ein Spiel. Wo willst du hin? Ich sehe mich da drüben mal um. Okidoki, ich sitze wohl hier fest. Sei vorsichtig! Mach dir keine Sorgen. Ich fand diese Geschichte einfach ganz cool. Dieses Schweinchen hat mich eigentlich überzeugt. Wir das tun müssen. So. Also wir brauchen echt mehr Füße. Bericht veröffentlichen und den der Gouverneurin zu übertragen ins Code. Du hast es, Shawnee. Das ist der erste Beweis. Die Gouverneurin wird jetzt bereit sein, dir den Code zu schicken. Nutri-Pillenfabrik. Geschützter Verschluss. Den Code sollten wir finden können. Ich bleibe in Kontakt. Das sollte funktionieren. Aber Vorsicht. M49N. M49N. Betätigen. Falscher Code. Hä? M war das. Warte mal. Also, wir brauchen jetzt M. Wo sind die blöden Zahlen? Da oben, da. 4. Dann machen wir N9 mal. Vielleicht habe ich mich da wieder irgendwie... Ja. Okay. Was ist das? Bravo, Jade! Gyrosystwerfer. Ziehmodus umschalt. Schießen. Okay. Ein Handschuh. Umschalt, um Ziehmodus zu wechseln. Hallo, Agent. Oh, bist du okay? Nein. Sie haben mein Gehirn weich gekocht. Bist du unser Kontakt? Bist du Double H? Nein, weiß nicht. Sagt dir das Iris-Netzwerk irgendwas? Hören Sie, Frau Iris. Jade. Mein Name ist Jade. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie wir hier wieder rauskommen. Dabei könnte ich behilflich sein. Also bist du Double H? Double H, Triple Z, wie Sie wollen. Fragen Sie mich nicht. Ich weiß nur, noch 10 Minuten länger und ich wäre Geschichte.
Ich verdanke Ihnen mein Leben. Und deshalb können Sie auf mich zählen, Miss Cyrus. Jade. Mein Name ist Jade. Zu Diensten, Miss Jade Cyrus. So, du Troll. Aber erstmal nehmen wir den Perle mit. Ja, Perle 4. Jo, dann mach mal Ufda. Tut mir leid, Miss Cyrus. Ich bin nicht unbedingt in der Verfassung für gute Ideen, aber ich stehe in Ihren Diensten. Ja, toll. Check! Mach mal da. Ach ja, in der Ausbildung. Carsten und Peter! Erfolg blind, also. Zinkt der Troll oder Miss Harris, keine Angst, alles in Ordnung. Ich bin deine Nächste. Also Glück, dass er springt sie alleine. Das wäre jetzt wieder sowas für mich. Das klappt nämlich nicht. Oh, speichern. Ja, ich weiß, das ist vielleicht nervig. Den einen oder anderen wird es stören, aber mir ist das völlig egal, weil es ist mein Spielstand und wenn ich hier verkacke, muss ich die ganze Kacke von vorne machen. Das will ich nicht. Wobei, es ist ja keine Kacke, aber es wäre dann ziemlich kacke. Gehe ich auf, so einen Kack zu laden. Boah. Gut, danke. Halt durch, Jade! Jade, Bootsattacke! Jade, hilf mir! Wir sehen uns besser. Ja, Foto machen. Cycloperus palvustris. Dieses Monster ist seit tausenden von Jahren ausgestorben. 3-5. Nice. Gar nicht mehr so schwer, die Typen. Ich hätte mein Schweinchen noch losgelassen. Mach's gut. Oh mein Gott, wir haben ein Silbertablett. Danke, Jade. Ohne dich wäre ich mit einem Apfel im Mund auf einem Silbertablett gelandet. Sei ruhig. Du machst mir Hunger. Ich bereue schon, dich gerettet zu haben. So. Wir haben eine E-Mail von Double H bekommen. Du hast ihn gefunden. Bemerkenswert. Er sagte, du sollst dir keine Sorgen machen. Er findet den Weg allein. Okay. Wie komme ich jetzt an die Perle? Jade, wir müssen einen Weg finden, an diese Perle da heranzukommen. Ich speichere nochmal. Dann gucke ich mal, wie ich an die Perle rankomme.
So, da hat das Spiel gerade mal ein bisschen gehangen, aber ist nicht schlimm. Wir sind ja noch da. Ah, warte mal, guck mal, da habe ich eine Idee. Ah. Vielleicht geht das. Ha. Nee, wir kommen hier in die blöde Perle. Schwein kann vielleicht nicht fliegen, aber es läuft immer noch wie ein Frischling. Au, der Ventilator! Er stellt den Kontakt her. Wir müssen ihn in die richtige Richtung drehen. Lass uns mal die Karte analysieren. Super, jo. Der Ventilator in die richtige Richtung drehen. Warte mal, ich glaube, hier geht es weiter. Ich will noch mal zum Anfang. Ich muss irgendwie die Perle noch einsammeln. Ja, das habe ich vergessen. Ich muss irgendwie einen Weg finden, diese Perle einzusammeln. Das ist mir ein bisschen koscher, nicht, dass wir die vergessen. Ich meine, die können wir bestimmt noch. Klettern jetzt mal, warte mal, ach, hier war die Kiste. Klettern mal zurück. Wir haben noch jetzt hier. Genau. Paige, ich habe eine Energiequelle gefunden. Okay. Ich weiß ja nicht, was der TÜV dazu sagen würde. Aber gleich wissen wir, ob es klappt. Was macht denn jetzt? Okay, dann geht es nicht weiter. Dann gehen wir nochmal hier lang. Ich will diese Perle. Fabrikeingang. Hm. Dann würde ich sagen, wir nehmen einfach mal den Hovercraft und fahren da mal hin. Vielleicht können wir da irgendwie hin, weil das ist ja Wasser. Das ist jetzt so meine Idee. Aufzufahren. Da haben wir sie. Ha, sehr gut. Zurück. Okay.
So, Problem gelöst, würde ich mal sagen. Perle gefunden. Oder Perle geborgen, besser gesagt. Super. Okay, manchmal muss man auch konventionelle Wege nehmen. Also, was ist denn hier eigentlich? Los geht's. Entschuldigung, Leute. Macht Platz für den Experten. Nichts. Das geht nicht, okay. Ich vergesse das immer mit Leertaste laufen. Ha. Gut, dann gehen wir jetzt in den Elektrikraum. Achso, wir speichern aber nochmal. Hier war ja der Speichertyp. Ich würde den Disk einlegen. Speichern, ja. Weiter. So, jetzt gehen wir hier in den Electric Raum. Machen dasselbe Spiel wie normal, was wir vorhin schon gemacht haben. So, da ist eine. Hey, Jade! Sicherungen! Genau das, was wir für den Aufzug brauchen! Ein Spezialschlüssel für Mist. Trag einfach Mann, James! Jetzt! Zeit für den Hammer! Ich bewundere deine Art, mit Wächtern umzugehen. Dreckiger Schlüssel. Ist das vielleicht für vorne? Perfekto, ich nehm's auf. Okay. Mensch, Anker, du sollst Leertaste. Eindringlinge! Eindringlinge! Zerstörungsprozedur! Hol sie dir, Mädchen! Eindringlinge, Zerstörungsprozedur. Zerstörungsprozedur? Das werden wir ja sehen, ihr Paar. Yes!
Es macht mich krank, all diese mechanischen Wunderwerke platt machen zu müssen. Perfekto, ich nehm's auf. Kann ich das eigentlich? Das macht er automatisch. Kann ich ihm das hier nicht geben? Schade. Gut, dann haben wir jetzt ein bisschen Leben mehr. Das wäre damit schon ganz gut gewesen, aber... Ah, jetzt können wir die Sicherung nehmen. Ich brauche einen Spezialschlüssel, Jade. Scanne das in der Sicherung. Hyrianische Norm. Okay. Ich würde mal sagen, da haben wir Schwein gehabt. Da lief nämlich eine Zeit. Okay. Dann zurück. Konto-Identifizierung. Okay. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Ein Starkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Ein Starkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Hätten wir dies gekauft. So sieht es aus. Sehr gut. Na gut. Ich werde zum Affenonkel. Nichts Persönliches, Jade. Hier werden sogar die Aufzüge misshandelt. Halt durch, alter Junge. Onkel Page wird's richten. Kannst du ihn reparieren? Ich probier's. Aber bitte erwarte kein Wunder. Wenn ich das Kabel dann sehe, hat es einen Schlag gegeben. Hey, ihr braucht immer noch einen neuen Schrittmacher. Du denkst doch daran, oder? Die Sicherung? Ich hab eine. Die sollte es tun. So, mein Freund. Jetzt solltest du wieder funktionieren. Vitales Kreis. Mit dem Kolben. Hab getan, was ich konnte. Ich hab das Ding einfach wieder reingesteckt. Auf jeden Fall müssen wir hier hoch. Das sieht doch sehr gut aus. Ich bin täusch auf dich, Page. Er scheint's wieder zu tun, Jade. Aber ganz schönes Flickwerk. Lange wird das nicht halten. Ja, für eine Fahrt reicht's doch. Prima hingekriegt, Partner. Freu dich nicht so früh, Jade. Die dicke Frau hat noch nicht gesungen. Okay. Komm rein, mein Dickerchen. Wer ist denn die dicke Frau? Sieht nicht sehr gut aus. Ah, übrigens, Jade, hier, die ist letztens für dich gekommen. Du schaust dir der besser mal an. Warum hast du sie mir nicht eher gegeben? Vielleicht ein neuer Auftrag. Ja, möglich. Entschuldigung. Aber es war hier immer so viel los. Was haben wir denn da gekriegt? Also eine Disc, die müssen wir warten, bis wir sprechen können. Kein Problem. Kein Problem.
nicht schlecht, Süße. Ohne dich wäre ich jetzt Räucherspeck. Ne, waren wir schon über den Aufzug? Genau, jetzt müssen wir mal gucken. Bleib versteckt, Jake! Wir müssen erst rausfinden, womit wir es hier zu tun haben. Okay, bin gleich zurück. Röntgen. Was? Kann ich jetzt schon nicht lesen? Nichts. Okay, ich speichere das. Habe ich das noch nicht fotografiert? Matthäus Albus? Ha! Hier vielleicht? Ha! Dann ist hier hinten Fehlanzeige. Nichts. Nö. Aber jetzt ist. Da. Ist so weit, oder? Nö, geht. So, wir tun speichern. Wir speichern erstmal und dann gucken wir uns die Disc nochmal an für Jade, die uns der Dings gegeben hat. Jade, du hast die Großzügigkeit und den Mut deiner Eltern geerbt. Du weißt, ich denke oft an sie.
Wir waren sehr gute Freunde. Vor 20 Jahren mussten wir uns trennen, da wir alle ernsthafte Probleme mit den Behörden hatten. Deine Eltern gaben dich in meine Obhut, um dein Leben zu retten. Wir kamen nach Hillis. Damals war es ein friedlicher Planet. Ich hoffte, dich hier sicher aufziehen zu können. Aber der Krieg holte uns ein. Jetzt musst du etwas erfahren. Wenn ich es hierher geschafft habe, dann nur wegen dem Beluga, dem Raumschiff, das ich mit deinem Vater gebaut habe. Es existiert noch. Aber ich habe es noch nicht ganz repariert. Du findest den Check-up-Bericht auf meinem Schreibtisch. Der Beluga ist bei uns zu Hause. Du musst einen Code in jede einzelne der Konsolen eingeben, um den Geheimraum zu öffnen. Ich kann auf dieser M-Disk nicht mehr darüber sagen. Aber ich hoffe, die Information wird dir helfen, wenn du den Beluga eines Tages brauchst. Egal, was passiert, ich wünsche dir viel Glück, Jade. Onkel Page. Ja, okay. Dann gehen wir erstmal da lang. Oh, verdammt. Meine Fresse. Ich hab noch nicht so viel. Miss Iris. Der Sektor ist voller Wachen. Egal, was Sie tun, lassen Sie sich nicht erwischen. Wir treffen uns später wieder. Okay, mein Freund. Shawnee, Double H hat uns über Page informiert. Er hat ihn in den Fängen der Alpha-Abteilung gesehen. Häng dich rein, Jade. Beende deinen Bericht. Das ist die einzige Chance, Page zu retten. Ach. Bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Zone gesäubert. Thank you.
erreichen. Das glaube ich nicht. Miss Cyrus, der Weg ist von Flammen blockiert. Ach. Ich muss da runterspringen und Knöpfchen drücken. Speichern. Jo. Mal gucken, ob wir Paige gerettet kriegen. Ich gehe mal davon aus. Danke. Miss Cyrus, wenn Sie einmal keine andere Wahl haben, können Sie sich hinter einer Wache anschleichen und die auf den Lufttank schlagen. Das ist Ihre Achillesferse. Wir treffen uns später wieder. Ich habe gelernt, so ein Spiel durchrennen, das bringt auch immer was. Bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Zone gesäubert. Das war mein Fail. Das kommt von da drüben. Eindringling! Eindringling! Bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Zone gesäubert. Ich merke mich denn die ganze Zeit. Ein Schiff. Bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Zone gesäubert. Auf. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt aufgemacht habe. Wahrscheinlich. Habe ich Schwein gehabt. An alle Wachen. Positionen halten und wachsam bleiben. Abfangen und zerstören. Da drüben ist was. Ich gehe.
Das ist cool. Identifizierung. Okay. Ein Starkus stellt ein Herz der Lebensenergie. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig wieder. Ein Starkus stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Aber nicht. Was machen die jetzt? Bringen die mir eine Perle? Das wäre voll witzig. Kommen oder von da? Ich weiß es nicht. Ich glaube von hier. Hier müsste es weitergehen. Jo. Das ist seltsam. Ich gehe. Eindringling! Eindringling! Er lässt sich nicht verarschen. Das ist seltsam. Ich gehe. Arachnis Viridis. Okay, abgelegt. Viel Glück mit dem Rest. Page-Schuhe, ich dachte meine jetzt. Was haben sie bloß mit dir gemacht? Gegessen, würde ich mal sagen. Muy bien, ist digitalisiert. Jets, Jet Boots, die scheinen sehr daran zu hängen. Hier, zeigen wir mit. Thank you.
sagen, gerade bereits gespeichert. Gut. Reguläre Armee, Ausrüstung, Laser, resistente Panzerung, Pickel. Alpha-Abteilung, Elite-Einheit, Ausrüstung, Laser-Resistente Panzerung, T-Hammer, autonome Atmung, Schwachpunkt, im Lufttank, elektrische Barriere, 83 Volt, V-Volt, entfernbare, selbstgetriebene Generatoren, um schmale Durchgänge zu blockieren, Zyklopeneinheit, M39, Defensiv, Laser, Stärke 5, Anti-Show, Panzer, Warnung vor elektrischen Feldern, Fernhalten. Aha, okay. Ja. Okay. Gut, speichern wir nochmal. I wanna save my life, baby. So. So mit O und W. Jetzt geht's da hinten weiter. Was kann ich hier machen? Oh, Endes. Mal gucken, was da drin ist. Dings oder was habe ich da gerade? Spielen? Achso, das ist ein Video. Lass mich hier raus, Sklaventreiber! Habt ihr ihn für den Versand ausgezogen? Mörder! Folterknechter! Bestätigt! Sprung, Anzug und Schuhe, es ist alles im Spind. Okay. Achtet auf die Druckbehälter. Ladevorgang in Sektor 3 und 4.
Eindringling! Eindringling! Bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Zone gesäubert. Damit habe ich jetzt noch nicht gerechnet. Diese komischen Ratten, ne? Die geben mir so einen Keks. Probleme! Ihr habt beide Probleme. Mögliches Leck in Sektor 5. Achtet auf die Druckbehälter. Ladevorgang in Sektor 3 unterbrechen. Eindringling! Eindringling! Bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Zone gesäubert. Dann wollen wir uns mal hier hoch ziehen und wenn wir mal einen Arsch treten. Ich gehe. Da drüben ist... Alarm! Alarm! Bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Partner hat Probleme! Das ist mies. Ich will nochmal speichern. Ich habe ein bisschen Angst um meinen Wurst. Kontrolle. Ah, sehr schön. Da kann man speichern. Super. Aber wir finden Page bald. Super duper.